So, die erste Frage in der Live-Session und Online-Sprechstunde lautet: Kann man mit ScrollOffice nur in Word exportieren oder kann man auch direkt in PowerPoint exportieren? Ich würde zum Beispiel gerne aus einer Dokumentation direkt Schulungsunterlagen erstellen. Das ist eine gute Frage, die auch schon häufiger an uns gestellt worden ist. Ich weiß nicht genau, wer sie eingetragen hat. Wenn sie jetzt im Chat gerade sein sollten, können Sie es vielleicht noch ergänzen. Grundsätzlich ist ScrollOffice ein Produkt, mit dem Sie aus Confluence-Wiki-Seiten gut gelayoutete Word-Dokumente machen können. Confluence bietet nativ einen Export in PDF und in Word an, der allerdings vom Layout her nicht so hübsch ist. Also mehr so schwarz auf weiß und relativ einfach gehalten. Da werden keine Bilder skaliert, da werden keine Formatierungsvorlagen aus Word übernommen und so weiter. Und ScrollOffice hat sich darauf fokussiert, dafür zu sorgen, dass man schön gelayoutete Word-Dokumente exportieren kann. Jetzt geht die Frage ja in die Richtung: Kann ich auch eine PowerPoint-Präsentation aus meinen Wiki-Dokumenten erstellen? Die Antwort ist erstmal per se nein, das geht nicht. In Twiki und FossWiki gibt es eine Möglichkeit, aus Wiki-Dokumenten Folien zu machen. Da werden nämlich dann einfach bestimmte Abschnitte des Wiki-Dokuments in eine Folie umgewandelt. Savid Media hat für die Firma Danone auch schon ein sogenanntes Slideshow-Plugin erstellt, mit dem einzelne Seiten als Slide definiert werden können und dann diese Seiten zu einer Slideshow zusammen konfiguriert werden können. Wenn Sie das interessiert, können Sie sich gerne an uns wenden. Das war eher für einen Produktionsbereich, um da ein Display zu bestücken mit Informationen aus dem Wiki, das dann also automatisch gefüllt werden konnte. Ist aber auch kein PowerPoint gewesen, sondern nur so eine Slideshow aus dem Wiki heraus, so ähnlich wie PowerPoint halt, die selbst ablief. Ein Export aus dem Wiki in PowerPoint gibt es meines Wissens in Confluence nicht. Theoretisch ist sowas möglich. Allerdings wäre das natürlich vom Layout her auch vermutlich eher sehr einfach und würde dann hauptsächlich mit Bullet Points funktionieren. Ich würde empfehlen, wenn Sie jetzt kollaborativ an einem PowerPoint-Dokument arbeiten wollen, gibt es mit Google Docs eine Möglichkeit, das zu tun, also gleichzeitig an der PowerPoint-Präsentation zu arbeiten. Ansonsten können Sie im Wiki natürlich PowerPoint-Präsentationen als Anhang hinterlegen und haben dann die Möglichkeit, aus dem Wiki heraus die PowerPoint-Präsentation zu öffnen, sie zu verändern und direkt wieder ins Wiki reinzuspeichern. Das ist eine WebDAV-Schnittstelle, die wir auch Office Connector nennen. Gibt es ein Video bei YouTube zu, können Sie sich anschauen. Das ist eine sehr mächtige Funktionalität. Das heißt aber auch, dass nicht aus dem Wiki heraus exportiert wird, sondern die PowerPoint-Präsentation hängt an dem Wiki-Dokument dran und ist die ganze Zeit eine PowerPoint-Präsentation. Vorteil für Sie als Anwender: Sie haben eine komplette Versionshistorie. Das heißt, alle Änderungen, die Sie oder andere Kollegen machen, werden in Confluence dokumentiert, sodass Sie sich gegenseitig keine Inhalte überschreiben oder verändern können und da auch immer wieder sozusagen auf den alten Stand zurückrollen können, wenn Sie das möchten. Aber die Frage muss man wohl mit Nein, das geht nicht automatisch beantworten. Natürlich können Sie aus den bestehenden Dokumenten ja eine PowerPoint-Präsentation manuell erstellen und Sachen rauskopieren und so weiter. Das war Ihnen sicherlich vorher schon klar und das wäre der Weg, den ich weiterhin vorschlagen würde. Insofern geht das momentan nicht, vielleicht auch noch nicht. Da müsste man mit dem Stefan Klein-Alkenscheid nochmal sprechen. Das ist einer der Geschäftsführer von K15T, der Firma, die ScrollOffice herstellt, ob das geplant ist. Momentan geht das leider nicht. Ja, so viel zu der Frage und dann können wir uns zum nächsten. Ich sehe schon im Chat ist schon die nächste gestellt worden. Danke. Tschüss.